Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Zusammenwachsen. In der letzten Folge war es ja wieder ein bisschen stressig. Was heißt ein bisschen? Ich meine, wir haben uns um Phoebe gekümmert, die hat ihre Feinmotorik schon weiterentwickelt, die ersten Worte, die fallen und irgendwie steht hier einfach random dieser Bär hier in der Ecke. Okay, habe ich dich einfach durch einen... Oh Gott, es tut mir wirklich sehr leid. Wie wäre es, wenn wir vielleicht noch ein Tierchen oder sowas, weiß nicht. Eigentlich könnte man das Zelt ja hier auch mal verschwinden lassen. Und stattdessen vielleicht mal so ein Puppenhaus dahinstellen. So, der Rucksack, der fliegt mal hier in die Ecke, wenn das geht. Ja. So, ist ja überhaupt gar nicht stressig hier. So, dann werden wir hier mal ein paar Spielsachen verteilen. Weiß nicht, vielleicht interessiert sich ja mal jemand dafür. Oh Mann, ey. So, da wird fleißig geduscht. Musst du heute zur Arbeit? In 2 Tagen erst. Nein, es wird kein Popcorn mehr geben. Das hat, sag mal, hat jetzt wieder jemand nachgefüllt? Nee, ne? Hier wird mal aufgeräumt. Und dann wird das mal hier geleert. Was ist Liebe? Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief. Oh mein Gott. Euer Ernst jetzt? Lange Nacht. Cat steht ein extrem wichtiger Test bevor. Aber die Schule war in letzter Zeit so anstrengend. Soll sie mehrere Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln oder einer leichten Aktivität nachgehen, um ihrem Hirn eine kleine Pause zu gönnen? Ja, ich weiß nicht, wenn sie gebüffelt hat, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man das Hirn auch mal kurz dingst. Deswegen werde ich die Aktivität. Kette ist mit ihrer Entscheidung, ihrem Hirn eine Pause, Gehirn meine ich, eine Pause zu gönnen, wohlauf zufrieden. Sie tritt den Test völlig erfrischt an und kann die notwendigen Informationen ganz leicht abrufen. Siehst du mal, sehr schön. So, die Phoebe wird auch gleich wach. Oder bald. Oma ist gut drauf. Ist doch sehr schön. Wir können doch eigentlich auch mit den Senioren irgendwie was machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich weiß nicht, irgendwie um die Häuser ziehen. Ist da nicht irgendwie was gewesen? Übernachtungsbesuch planen. Aha. Kann sie selber irgendwo hin? Ach cool, hier kann man sogar. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so. Ich weiß nicht, ob die Oma den kleinen Jungen. Also wenn, dann sollten wir mit ihr mal um die Häuser ziehen. Und ich denke mal, das werden wir jetzt mal machen. Weil ich meine, die Davina ist ja zu Hause. Und wenn Phoebe wach wird, dann kann die sich ja darum kümmern. Aber ich denke mal, wir müssen mit der Oma mal raus. Vielleicht mal andere Opas treffen. Ich weiß zwar nicht, wo man hier am besten, weiß nicht, jemanden trifft, der vielleicht im selben Alter ist. Ich weiß, dass die hier auch irgendwas für Senioren. Da muss ich mich nochmal schlau machen, wie das nochmal ist. Aber jetzt gehen wir mal mit der Oma einfach mal um die. Um die Häuser. Ziehen wir mit ihr um die Häuser. Und vielleicht finden wir ja so einen netten Opa. Oder jemand anderen, mit dem wir uns sehr gut unterhalten können.
Das ist ja aber auch schön gemacht. In der Bibliothek kannst du dann die Kinder hinlegen oder auch die Kinder abstellen. Oder abstellen, ja, das klingt irgendwie böse. Oder auch hier Fernsehen gucken. Also ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Sachen sind schon richtig cool eingerichtet. Weil ja sonst niemand. Außer die zwei Heinis, die wir eigentlich im Prinzip auch schon kennen. Wie schon gesagt, ich müsste mal gucken, wo ich eigentlich diese Sachen herkriege. Ich meine, so Info ist ja, hier ist der Wandertag für Senioren, wo sie sich vielleicht eintragen kann. Aber ja, das ist ja wirklich spannend hier. Ach, guck mal, wer bist du denn? Wer bist du? Verschwörungstheoretikerin, aha. Nee, mit dir will ich nicht reden. Habe ich keine Lust drauf. Und wer bist du? Aha. Ja, super. Alte Leute scheint es ja nicht mehr zu geben. Ich meine, bei mir bleiben alle jung, ja. Das ist doch irgendwie blöd. Da ist wieder jemand Neues. Militärpersonal. Jetzt redest du mit der. Ach so, das ist ja jemand anderes. Können wir uns ja eigentlich mal freundlich vorstellen. Paparazzi. Gibt's hier überhaupt irgendwie einen Mann, Senior? Bin mir echt nicht sicher. Mag sie überhaupt ratschen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mit ihr gedingst habe. Senior, aber der ist ein Paparazzi. Ja gut, wird ja nicht so schlimm sein wie bei Sims 3, dass man mit denen überhaupt nichts macht. Oh ja, das ist doch ein cooler Opa. Der ist cool. Der Afu. Afu. Na, wie geht's, Afu? Ach, noch einmal. Über Interessen reden, das wäre doch mal eine Idee. Und vielleicht über Träume reden, vielleicht sind die ja kompatibel. Ah, der ist cool. Gucken wir doch mal gleich. Ah ja, gut kompatibel. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal herausfinden, was der eigentlich noch so für Dings. Mag kochen. Okay. Oh ja. Was ist los? Jetzt fragen wir auf jeden Fall mal. Mag den Modestil Atret. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Wo kann ich denn eigentlich noch fragen? Da ist doch Single. Aber Single ist. Ach, guck mal, der H ist auch da. Genie hat erfahren, dass Afu Single ist. Da kann man eigentlich mal die lustigen Geschichten erzählen. Vielleicht mag der das ja. Geheimnisse von San Sequoia Pfarrer. Ich weiß ja noch nicht mal, ob du wirklich
überhaupt Geheimnisse kennst. Ich meine, du wohnst hier jetzt wie lange? Also, vielleicht gibt es ja auch Gruppen irgendwie, die ich durchforsten kann. Jetzt ist er einfach weg. Ich glaube, es geht los. Bonji? Er hat mich einfach You look sitzen so pale. lassen. Der Fu. Okay, gut, das war doch zumindest mal, haben wir mal einen Opa kennengelernt. Das ist doch schon mal ganz erfolgreich gelaufen. Weiß nicht, vielleicht wandern wir mal direkt mal ins Erholungszentrum. Vielleicht können wir ja dort gemeinsam puzzeln. Der Mann wird mich einfach nicht los, ja? Oder wird sie nicht los? Ich meine, bin das ja nicht selber. So, gut. Er hat ja wirklich einen sehr interessanten Kleidungsstil. Ich würde mal fast sagen, dann werden wir doch hier mal. Karten. Komm mal ein bisschen hier schneller angerannt, bevor Afo wieder weggeht. Puzzeln kann man hier aber nicht, ne? Karten spielen mit Afo. So. Der Mortimer ist natürlich auch, aber der ist halt erwachsen noch. Also, was willst du denn jetzt hier? Musst du mich hier jetzt volltexten? Mit wem redest du? Da sitzt doch keiner auf dem Stuhl, oder? Ach, sie redet noch mit ihr. Es ist ja natürlich sehr schön. Und er spielt alleine Domino. Ja, wobei, das geht ja auch, ne? Aber die zwei passen ja schon irgendwie zusammen, aber wir haben halt leider keinen Platz, ne? Ich meine, gut, das spricht ja trotzdem nicht gegen eine Beziehung, ne? Dass man da ein bisschen rumflirtet und alles. Aber was er hier macht, keine Ahnung. Sag mal, können die eigentlich hier zusammen rumspielen? Zusammen ansehen. Sag mal, spielen. Im Wasser spielen. Ja, dann werden wir doch mal hier zusammen hingehen. Die Nancy lassen wir jetzt mal Nancy sein. Ach, der hat ja auch einen interessanten Schritt drauf. Oh, wie süß. Zack, 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 zack. Also, ich muss sagen, die sind auch alle topfit. Wenn ich bedenke, wie das bei Sims 2 gewesen ist, wie die Alten da die Knacker rumlaufen. Weiß nicht, ob die auch so rumrennen konnten. Echt, ey, wenn man noch so in dem Alter noch joggen kann, also Respekt. Aber man muss halt auch viel dafür tun, dass das halt so bleibt, ne? Im Wasser spielen. Können wir da vielleicht mit ihm? Macht er da dann mit? Ja, komm, jetzt tausche ich hier nichts vor. Hallo, nein, nein. Du bleibst hier. So ein Schwachmat. Und warum ziehst du nicht dein. Ah, egal. Nee, komm, lass ihn einfach gehen. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte, wenn die zwei Senioren hier mal zusammen im Wasser gespielt hätten. Vor allen Dingen in den Klamotten, kann ich überhaupt nicht verstehen, ne? Gut, ich denke mal, das war jetzt Ausflug genug. Wie schon gesagt, fürs nächste Mal gucke ich mal, ob ich mal herausfinde, wie wir
so eine Wandergruppe machen können. Oder ob das dann ein Ereignis ist? Ich weiß es nicht. Könnte natürlich möglich sein, so wie beim Bergsteigen. Ein oder mehrere Objekte aus dem Baumodus wurden entfernt. Entweder sind diese Objekte nicht auf deinem Computer installiert oder das aktuell angemeldete EA-Konto besitzt diese Objekte nicht. Wenn man mir dann auch wenigstens sagt, was entfernt worden ist, dann könnte ich damit arbeiten, ne? Also irgendwie finde ich das komisch. Ja, Sims 4 ist schon eine Welt für sich, ne? Achso, ja, stimmt. Ich wollte die Popcorn-Maschine entfernen. Ich meine, Popcorn beim Film ist in Ordnung. Aber wenn es halt nur Popcorn ist, ist halt auf Dauer auch nicht gesund, ne? Und du machst hier Würstchen oder was auch immer du gerade kochst. So, dann könnten wir doch eigentlich mal gucken. Eigentlich ist das nicht ein bisschen zu hell? Man sieht ja kaum was. Warte mal, liegt das am Licht? Ja, guck mal. Da kannst du doch besser sehen. Der Filmabteil sollte ja auch eigentlich eher dunkel sein, oder? Ich meine, da braucht man nicht so viel Licht. Jetzt bin ich aber rausgekommen. Ah ja, genau. Ich wollte doch eigentlich mal gucken, ob wir dann tatsächlich mal so einen Pyjama-Gedöns in Angriff nehmen sollen. Fürs Wochenende unter Umständen, für Freitag. Ob ich das schon eintrage? Guck mal, hier, Freitag, genau. Warum sollte ich den? Also, die beiden. Wir haben ja zwei Schlafsäcke. Und dann denke ich mal, wenn wir mal, weiß nicht, zwei Nächte, dann kann man mit denen vielleicht dann noch spielen. Weiß nicht, von Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag. Ja, das klingt doch eigentlich nach einem Plan. Gut. Beginnt um 8 Uhr. Das heißt, die kommen dann hierhin um 8 Uhr morgens dann schon am Freitag. Weil die müssen doch am Freitag noch in die Schule. Tja. So kann's gehen. So, du musst mal duschen. Dann gucke ich mal bei der Phoebe vor. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Die hat man hier einfach hingelegt. Und wer hat das veranlasst? Kann ich darüber auch mal was erfahren? Jeder, was er will, ne? Aber finde ich nicht schlecht, dass die kleine Phoebe hier sich schon mal ja sich hier weiterentwickelt. So, Lebensstil gewonnen. Emily hat den Lebensstil Workaholic freigeschaltet. Aha. Und sie ist befördert worden. Sehr schön. Wie wär's, wenn du vielleicht warum weinen? Warte mal, wie wär's, wenn sie hier die Kleine mal hinsetzt? Weil ich meine, die restlichen Bedürfnisse sind ja in Ordnung. Und dann kannst du doch eigentlich mit der Kleinen mal ein bisschen spielen. Das müsste doch. Hallo, du musst nicht gleich weglaufen. Du wirst es nicht glauben, aber Stefan verlässt ja so ein Stückelchen. Ja, das ist ja schön. Ich hoffe, das befriedigt deinen Spaß. Irgendwie scheint das ja nicht so zu sein.
Moderna, Tagawa. Watuni, Zobey, Tiflush. Temple, Flomp. So, muss ich hier noch irgendwas? Aufmerksamkeit steigt. Was will die Oma? Gar nichts. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, hier, mach keinen Scheiß. So, die Kleine muss aber mal ins Bett. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde sie noch füttern. Und dann geht's ab in die Haya. Nicht absetzen, sondern ins Bett bringen. Und dann kann sich die, können die sich vielleicht mal in die Betten schmeißen, um den... Okay, Marotte enthüllt. Wählerisch beim Essen. Phoebe ist sehr pingelig, was Essen angeht. Säuglinge mit der Marotte wählerisch beim Essen fehlen, lehnen das Füttern häufig ab. Sag mal, ich kann die nicht schon hier in den Hofsitz reinsetzen, ne? Nee. Es sind keine Säuglinge anwesend, die den Meilenstein hinsetzen erreicht haben. Oh Mann. Ja, da frage ich mich eigentlich, wann wir das dann erreichen. Also, wir haben noch einiges zu tun. Oh, streng? Zwischen Genie und Davina scheinen gewissen Regeln zu gelten. Da der jüngere Sim dem älteren Familienmitglied tiefen Respekt entgegenbringt und häufig die hohen Erwartungen des älteren Familienmitglieds erfüllt. Bei Familienmitgliedern mit einer strengen Familiendynamik bittet der ältere Sim den jüngeren Sim darum, Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel häufiger zu putzen, und der jüngere Sim vermeidet es in der Regel zu rebellieren, obwohl beide insgesamt gestresster sein können. Aha. Würdest du sagen, dass Genie und Davina eine strenge Familiendynamik besitzen? Nö. Das ist zwar mal was Neues, aber finde ich jetzt nicht so. Guck mal, der Kater ist auch immer mit am Start. Er sollte auch mal hier bespaßt werden, bitte. Bevor er noch abhaut oder so. Ich hoffe, er hat keinen Hunger oder so. Zähl mal mit einem Kind Kontakt knüpfen. Ja, das müssen wir auch mal mit der Oma hinkriegen, damit ihr Bestreben abschließt. Also, ja, kann auch alles heiter werden, würde ich mal fast sagen. Was ist denn los? Du bist müde. Du bleibst da jetzt drin. So, und ich mache nämlich für heute jetzt erstmal einen Cut. Und nächste Woche sehen wir dann, wie es weitergeht. Und ob ich bis dahin herausgefunden habe, was ich mit der Oma eigentlich alles noch anstellen kann. Und ja, bis dahin habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss!